Das Finale, es geht heute los, des Nerdquizzes. Hier ist eure Grafik. Also, ich erkläre es einmal für euch, was wir heute hier machen werden. Im Finale wird jeder von euch nacheinander ein kleines Spiel spielen. Wer auf dem ersten Platz liegt, kriegt 1500 Punkte dazu. Wer auf dem zweiten liegt, 500 Punkte dazu. Wer auf dem dritten liegt, dem werden 500 Punkte abgezogen. Nils, du hast zwar eine bequeme Führung, aber Tobias kann dir noch gefährlich werden. Ralle, du bist ein bisschen weit weg, aber wir können ja mal gucken, wie die Punktestände. Du könntest, ich mag ja, das, dass du versuchst, irgendwie mit. Ja, aber du könntest zum Spoiler werden auch für Nils, wenn du sozusagen ihm reingerätscht und nicht entsprechend dann den passenden Platz überlässt. Wir haben eine kleine Matz vorbereitet. Wir schauen uns nämlich an, was für ein Spiel heute gespielt wird. Dieses Game, eine Frau greift sich an den Hintern, weil Nachdenken ist angesagt. Super Sokoban. Das Nachdenkspiel, wo man als kleiner Charakter Kisten auf bestimmte Felder draufschieben muss. Ihr könnt den Charakter nur steuern mit dem Steuerkreuz, keine Knöpfe drücken, könnt Kisten nur nach vorne schieben und nicht nach hinten. Und das Ziel ist es, so schnell wie möglich die Kisten, die in diesem Level, das ist nicht der, den wir spielen werden, aber den auf die entsprechenden Plätze dann draufzubringen. Wir werden das jetzt so machen, nacheinander werdet ihr dann anfangen zu spielen. Ich nehme parallel mit euch die Zeit. Ihr könnt, wenn ihr euch in eine Sackgasse gepackt habt, neu starten. Es gibt die Möglichkeit, ich erkläre das jedem von euch nochmal. Ansonsten ist es aber, ihr seht den Level, ihr habt den Controller in der Hand und dann versucht ihr diesen Level zu lösen. Geht es auf Zeit oder auf Schritte? Auf Zeit. Zeit ist es zuerst, danach wie oft man wieder versucht hat, wie oft man in der Sackgasse gewesen ist und am Ende zählen die Schritte. Aber die Zeit ist das Wichtigste. Und los geht's. Du hast zusätzlich ein Schrittlimit übrigens, wenn du also zu viel machst. Oh, fuck. Nochmal. Nein, will ich nicht. Nein, nochmal. Nochmal, damit es neu startet. Muss ich ja. Ja. Ein Restart weil, für Ralf. Weil war dumm. Aber du siehst schon. Ja, also eigentlich kannst keine also zwei Kisten auf einmal schieben. Ja. Ja, gut. Dann bin ich ja wieder Sackgasse. Dann mach anstatt... Noch ein Retry. Die Zeit zählt. Ja, hör mir auf mit der Zeit jetzt. Ein Mann des Geistes. Ich wusste nicht, dass man nicht zwei gleichzeitig machen kann. Dann sage ich gleich nochmal für die anderen auch an, dass man nicht zwei gleichzeitig machen kann. Aber eine gute Ausgangslage. Die erste Kiste ist weg. Okay. Nein, das war dumm. Was mache ich denn? Eine Minute haben wir gerade vorangeschritten, aber ich glaube, du hast die Lösung eigentlich schon intus. Okay. Jetzt muss ich das mit der anderen nur auch hinkriegen. Wie habe ich das denn gemacht? So dumm! Und 1,41. Hat Ralf dafür gebraucht, drei Restarts, aber 1,41. Eine beschissene Zeit. Aber du hast ja ganz gut vorgelegt. Ja, ja. Ich bitte einmal Tobias. Darf ich hier bleiben oder soll ich rüber? Nee, du kannst gerne rüber. Setz dich auf die Couch. Gib ihm aber keine Tipps, aber das würdest du sowieso nicht machen. Bist du wahnsinnig. Ich starte die Zeit, wenn es da losgeht. So. Okay. Bitte. Mhm. Ja. Also, so, eine Kiste ist noch über. Er hat doch meine Fingerbewegung. Ja, ja. Er hat sich nichts angeschaut. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und? So. 38 Sekunden, kein Neustart für Tobias. Aber es war jetzt auch nicht das schwerste Level. Nee, es war nicht das schwerste Level. Freundlich von dir, da. Es war eins, um sozusagen, ja, man muss ja, ja auch
da vernünftig reinkommen können. Und los. Sag so ein bisschen den Videospieler. In dir. Das ist jetzt eigentlich egal. Wenn ich das zuerst nehme. Nein, das war ein Versehen. Och, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Da bin ich gegengekommen. Och, das ist doch scheiße. Ach, ein Retry. Ah, da bin ich gegengekommen. Och, komm. Och, Gregor, das weißt du doch auch. Ja, tolle Wurst. Das weißt du auch jetzt, ne? Das dass das scheiße war. Du hättest es knapper schaffen können, weil ich glaube, die Lösung hattest du im Blut. Oh, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Aber, ja gut, zwei Drittel haben wir damit. Top. 1:10. Hat Nils gebraucht. Weil ich da einmal falsch gegengelaufen einmal bin. Einmal falsch gegengelaufen. Aber ich bitte alle wieder hier an die angestammten Plätze. Damit haben alle drei Kandidaten das Spiel gespielt. Wenn wir von der Zeit her gucken, die langsamste Zeit insgesamt hatte leider Ralf mit 1:41. Das bedeutet, von seinen 600 werden wir 500 abziehen müssen, die damit Ralf auf 100 Punkte kriegen. Ja, ein das Mitleid kannst du ja sparen da hinten. Es ist der Computer, der macht das Mitleid. Der zweitschnellste war Nils mit 1:10, der damit 500 Punkte dazu bekommt, mit den 4.500. Und der schnellste insgesamt war Tobias, der zu seinen 2.400 noch 1.500 dazu bekommt, also damit 3.900 aber hat. Man kann es jetzt quasi so formulieren, dass du gewonnen hast. Ich wegen Ralf jetzt leider nicht mehr rankomme. Weil sonst hätte ich also, Du bist quasi der Ralf des der HSV des Nerd-Quizzes. Der FC Schalke des Nerd-Quizzes. Wobei, hier wäre das dann wohl auch gewesen, Nils. Ja doch, ja. Man hätte das ein bisschen anders. Nee, die Gedankenspiele. Jetzt hör mal auf, ich habe schon genug gerechnet an dem heutigen Tag. Ich finde, du bist mit drei richtigen Antworten in diesem Quiz bist du ganz schön weit gekommen. Also von daher vielleicht einfach mal mitnehmen. Tobias, ganz knapp insgesamt mit 600 Punkten Rückstand auf Nils mit 4.500, der damit gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, Nils. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ihr wart super. Also Tobi, erstmal echt klasse. Und Ralf, das war... Schön, dass du mit dabei warst. Das war echt toll, dass du da warst. Ja. Finde ich schön, dass ihr jetzt nach dem Montagabend auch den Dienstagabend erobert. Ja, man sieht also eure Gesichter querbeet über die Primetime verteilt. Nils, für dich bedeutet das... Du musst wiederkommen. Ich muss wiederkommen. Nein, du darfst wiederkommen. Die Formulierung ist dann so weiter. Du hast es in das Halbfinale geschafft. Schon. Und da werden wir mal sehen, ob du Ede, der bisher noch nicht teilgenommen hat an den Runden hier, ob vielleicht kommt er auch gar nicht ins Halbfinale, vielleicht wirst du ihm den Titel abnehmen insgesamt. Dann nehme ich ihm den Titel einfach weg. Na, das könnte sein. Ich bedanke mich nicht nur beim Publikum, nicht nur bei den Leuten, die an der Technik und in der Grafik gesessen haben, sondern auch bei euch fürs Zuschauen. Seid in der nächsten Woche wieder dabei, bis die nächsten aufregenden Vorrunden-Matches vorbeigehen. Bis dann.